Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Brutkasten-Talk. Wir widmen uns heute der Startup-Politik, denn die EU-Kommission hat genau dafür heute einen Standard of Excellence vorgestellt, den zahlreiche EU-Länder unterzeichnet haben, darunter auch Österreich. Und kaum ist die Tinte auf dem Papier getrocknet, darf ich auch schon Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hier bei uns im Studio begrüßen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ja, in dieser Startup Declaration, da sind einige Best Practices zur Förderung von Startups formuliert. Was sind denn da die wichtigsten Punkte, die auch Österreich angehen möchte? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass es ein klares Commitment gibt, dass Europa ein Startup, eine Startup-Region ist und dass Österreich ein Startup-Land ist und wir hier Rahmenbedingungen schaffen wollen und diese auch schaffen für die Startups, die gut sind, für die Startups, dass sie gut und rasch wachsen können. Und zu diesen Bedingungen gehören sicherlich ganz praktische Themen für die Startups. Zum Beispiel für mich ganz wichtig, innovative öffentliche Beschaffung. Wo können wir Startups einbinden? Wir haben da in Österreich eine eigene Plattform gegründet und sind sicher hier Vorreiter in Europa, wo Startups, die im öffentlichen Bereich schon eingesetzt werden, sozusagen ihre Lösungen präsentieren können und die anderen öffentlichen Bereiche, oft weiß man ja nicht, was in einem anderen Bereich so los ist, was da eingesetzt wurde, diese Lösungen auch finden können, wie eine Art Vertriebskatalysator für die Startups im öffentlichen Sektor. Das ist ein Punkt, der mir zum Beispiel sehr wichtig ist. Mhm. Diese öffentliche Beschaffung, die ist auch einer dieser Best-Practice-Punkte, die genannt werden in dieser Deklaration. Wo liegen denn da bis jetzt so quasi die Hürden zwischen diesen zwei Welten, zwischen der öffentlichen Beschaffung und der Startup-Welt? Ja, oft ist es einfach eine praktische Hürde. Die Startups kennen den öffentlichen Sektor oft nicht so gut, sie haben nicht so leicht die Zugänge. Aber wenn sie es mal geschafft haben, in einem Bereich etabliert zu sein, dann wollen wir ihnen helfen, dass sie sozusagen nicht immer und immer das Rad wieder neu erfinden müssen. Das ist auch für mich sehr, sehr wichtig. Darum habe ich im Bund zum Beispiel diesen neuen Digitalfonds auch aufgelegt. Wir haben 160 Millionen Euro in den nächsten 2 Jahren zur Verfügung, dass wir die öffentliche Verwaltung, den Bund stärker digitalisieren und bei diesen Projekten jedes Ministerium, das sind ministeriumübergreifende Projekte, committet sich dazu, dass die Lösungen allen zur Verfügung gestellt werden. Ein einfaches Beispiel, wir haben mit einem Startup zusammengearbeitet, wo wir den Chatbot, die Lösung für den Chatbot beim digitalen Amt eingesetzt haben. Jetzt soll nicht jedes Ministerium das wieder neu erfinden, wieder neu auf die Suche gehen, sondern die anderen Ministerien sich auch bereit erklären, eben diesen Chatbot auch zu verwenden, wenn sie einen nutzen und nicht immer wieder auf die Suche gehen. Und das kann für diese Startups ein Katalysator sein. Mhm. Ein wichtiger Punkt in dieser Declaration, vor allem einer, der viel Aufmerksamkeit bekommen hat, war die Bürokratie. Und darin wird vorgeschlagen, dass ein Startup binnen 24 Stunden zu gründen sein soll innerhalb der EU und dabei maximal Kosten von 100 Euro anfallen sollen. Ist das aus Ihrer Sicht ein realistischer Punkt? Ja, es ist ein richtiger Weg, der hier eingeschlagen wird, dass wir generell runterkommen mit der Bürokratie, nicht nur für Startups, sondern für alle Unternehmen. Wir haben ja sehr viele Unternehmensgründungen in Österreich auch im Corona-Jahr gehabt und es muss so einfach wie möglich sein. Ich glaube, wir können auch hier Vorreiter und sind auch hier Vorreiter mit unserem Unternehmensserviceportal und der rein digitalen Gründung für Einzelunternehmen oder Einpersonen-GmbHs. Dort sind wir schon Vorreiter in Europa und das Unternehmensserviceportal ist wirklich sehr, sehr einfach zugänglich. Wo wir noch besser werden können, ist in Summe bei der Gesamtdauer. Alles, was digital abläuft, was wir sozusagen am Unternehmensserviceportal bei uns haben, ist sehr, sehr schnell. Was wir noch brauchen, ist die Eintragung in bestimmte Register. Aber das hat auch Vorteile. Also wenn das jetzt mal ein, zwei Tage länger dauert, also wir reden hier von maximal einer Woche in Österreich, dann bedeutet das aber auch ein gewisses Grad an Sicherheit für die Unternehmen, dann richtig gut und sicher losstarten zu können. Für mich bedeutet Entbürokratisierung in der digitalen Welt das Once-Only-Prinzip.
Warum sollen Firmen ihre Daten immer und immer wieder unterschiedlichen Behörden geben, nicht nur bei der Gründung, da geht es ja dann weiter. Ihr weißt, dass ihr vom Brutkasten gerade übersiedelt seid, das ist so ein gutes Beispiel. Wenn man heute als Unternehmen übersiedelt, dann muss man 7 verschiedene Stellen informieren, 7 verschiedene Behörden und diese Informationen immer und immer wieder in unterschiedlicher Form eingeben. Und da war es mir wichtig, da haben wir jetzt den gesetzlichen Rahmen geschaffen, das sogenannte Once-Only-Prinzip, dass man, wenn man übersiedelt, das ist sozusagen eine Art Situation für ein Unternehmen, eine Art Lebenssituation für ein Unternehmen, dann gibt man die Daten nur einmal ein. Wir haben jetzt den rechtlichen Rahmen geschaffen, das Unternehmensserviceportal soll die Basis sein, das auch in die reale Welt umzusetzen. Das wird noch ein bisschen dauern, weil wir müssen ja jede unterschiedliche Situation der Unternehmen aufarbeiten, aber die rechtliche Grundlage ist für das Once Only jetzt geschaffen. Also schon einige praktische Erleichterungen. Es wird ja auch gerade über eine mögliche neue Gesellschaftsform oder eine Reform einer anderen Gesellschaftsform diskutiert. Wird jetzt dieser Vorschlag der EU binnen 24 Stunden gründen zu können und das mit Gebühren in der Höhe von 100 Euro zu tun, in diese Debatte einfließen? Ja, wir werden sicher darüber diskutieren. Mir ist diese neue Gesellschaftsform sehr, sehr wichtig. Ich habe ja mit Alma Sadic die Diskussion und die Gespräche unserer Teams haben begonnen, bevor sie in die Babypause gegangen ist. Ich freue mich, dass sie jetzt wieder zurück ist. Ich werde sicherlich die Gelegenheit, sobald ich sie sehe, ergreifen, dass wir hier bei dem wieder ansetzen. Eine neue Kapitalgesellschaft ist für den österreichischen Standort eine Bereicherung. Keine Gefahr aus meiner Sicht. Ich weiß, dass es viele Kritiker gibt, die immer sofort sagen, naja, es muss alles genauso bleiben, wie es war. Aber ich weiß, dass sie das nicht so sieht und ich auch nicht. Und ich bin überzeugt, dass wir mit den Arbeitsgruppen im Justizministerium jetzt schnell vorankommen werden. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Denn das ist wichtig für die Startups in Österreich. Wie ist denn da der Fahrplan? Wann können denn Startup-Gründer da mit einer Erleichterung rechnen? Naja, die Erleichterungen, dass es digital ist, gibt es ja jetzt schon. Wir haben ja viel vorgearbeitet. Wir sind da auch viel weiter als in anderen Ländern. Also wenn wir vergleichen digitale Verwaltung, da liegen wir auf Platz 3, auf dem sehr guten Platz 3 in Europa. Wir reden uns da oft kleiner, als wir sind. Nur Estland und Malta sind noch vor uns. In Deutschland sieht die Situation ganz anders aus. Es gibt jetzt auch ja den neuen E-Government-Monitor zwischen Schweiz, Österreich und Deutschland. Und da nur ein einfaches Beispiel, in Deutschland machen 45% der Unternehmen, der Selbstständigen, ihren Finanzausgleich mit und ihre Steuererklärung digital, 45%, nur in Österreich sind es über 45%. Das heißt, die Startups können ja bestehende Digitalstrukturen, die wir in der Verwaltung haben, die wir noch weiterentwickeln müssen, jetzt schon nutzen. Und wir arbeiten dran und die vorher genannte Kapitalgesellschaft, die neue Form, ist sicher wichtig. Wird jetzt abhängig davon, wie rasch wir mit dem Justizministerium vorankommen. Ich werde mich da sehr einsetzen. Ein weiterer wichtiger Punkt in dieser Deklaration der EU ist auch die Startup-Finanzierung. Und da wird angeregt, dass die Mitgliedsländer den EU-Recovery-Fund und die Gelder daraus stärker nutzen sollen, um Gelder für Startups bereitzustellen. Wie ist da der Plan von Österreich? Wird man da diese Förderung abrufen? Ja, ich sehe zwei Komponenten. Die eine ist dieser Recovery-Plan. Da kümmert sich die Caroline Edtstadler, unsere Europaministerin, darum, wie kann man unterschiedliche Aspekte in diesen Recovery-Fund einfließen lassen. Die zweite Komponente, die liegt unmittelbar in meinem Verantwortungsbereich, das ist das Thema der Förderungen im Seed, im Pre-Seed-Bereich. Wir sind hier in der Anfangsphase, was Startups betrifft, sehr, sehr gut. Also wir sind da wirklich fast Weltmeister. Ich rede oft mit Startups, die in Hongkong gründen und in anderen, dass wir hier Förderungen ermöglichen und Zuschüsse ermöglichen, die es woanders überhaupt nicht gibt. Und da sind wir sehr, sehr gut. Da braucht es
bekomme ich auch das Feedback von den Startups, nicht immer noch mehr, sondern was es braucht, ist dann in dieser weiteren Kapitalisierung, wenn die Startups schnell wachsen, wenn sie skalieren wollen, da ist unser Kapitalmarkt nicht gut genug ausgebildet. Wir haben hier zu wenig Investorenmöglichkeiten und das steht im Regierungsprogramm drinnen, das habe ich auch selbst mit hineinverhandelt, dass wir hier besser werden müssen. Jetzt hat uns Covid ein bisschen aufgehalten, das soll uns aber nicht grundsätzlich aufhalten. Da stehen Dinge drinnen wie Mitarbeiterbeteiligung. Ganz wichtig für Startups, wie kann ich Mitarbeiter einfach beteiligen? Diese Kapitalgesellschaft steht drinnen. Und für mich ganz wichtig, wie kann man es attraktiver machen? Sind möglicherweise auch steuerliche Themen. Die werden wir gemeinsam natürlich mit dem Finanzminister und anderen Zuständigen in der Regierung angehen müssen. Denn ich gehe davon aus, dass im Sommer Covid überstanden ist, hoffentlich, und wir dann bei den anderen Themen wieder sehr, sehr schnell vorangehen können. Mhm. Wie ist denn da der Stand bei dem Runway-Fonds? Ist da jetzt bereits Geld geflossen? Der Runway-Fonds ist ausgeschrieben, das Management definiert und die ersten Finanzierungen werden sehr bald im April stattfinden. Ich freue mich schon sehr drauf. Es war sowohl der Hilfsfonds sehr gut angenommen, da freue ich mich. Da gab es auch viel Feedback, den zu verlängern. Aber wir haben uns entschieden, dass wir etwas, wie die Startup-Szene es auch macht, nochmal Neues auflegen, nicht wieder das Gleiche wiederholen, sondern neu auflegen. Und das ist der Fonds, der Runway-Fonds mit den Garantien. Mhm. In dieser Declaration ist auch die Rede von einer Erleichterung von Visa für Gründer und Schlüsselarbeitskräfte in Startups. Wie sehen denn da die konkreten Pläne von Österreich aus? Ja, Fachkräfte sind ein ganz wesentlicher Punkt und interessanterweise ist das weiterhin eines der größten Themen der Unternehmen trotz Covid-Krise. Das heißt, unsere wirtschaftliche Herausforderung für den Standort wird sein, wie können wir das Potenzial auch bei den bestehenden Strukturen heben, also bei jenen, die in Österreich sind. Im Moment sind sehr, sehr viele arbeitslos hier und da bitte ich auch die Startups, einen Blick dorthin zu werfen. Dort sind tolle Menschen, die halt ihren Job jetzt verloren haben, die vielleicht in einer anderen Branche tätig waren, aber die mit Unterstützung, und wir fördern ja auch die Digitalausbildung in den Betrieben, da habe ich gerade etwas aufgelegt auch, dass hier diese Unterstützung erfolgen kann, KMUs, so auch Startups, sich Schulungen fördern lassen können für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da bitte ich wirklich die Startups auch dort einen Blick hinzuwerfen. Ich weiß, der Blick schweift oft nach Brasilien oder nach Russland, in andere Staaten, nach Australien. Das ist auch gut so, das darf auch weiter so sein. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Chancen mit sehr erfahrenen Mitarbeitern in unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Nehmen wir an, jemand ist im E-Commerce tätig. Es gibt jetzt sehr viele aus dem Handel, die vielleicht einen Job suchen und auch dort eine Chance zu geben und Diversität zu leben. Das heißt, nicht immer nur jung zu besetzen, sondern auch reinzuschauen, sich Diversität im Alter, in der Erfahrung, in die Startups hineinzuholen. Das ist einmal meine Bitte auch an die Startups, dort hinzuschauen, da ist ganz, ganz viel Potenzial da. Mhm. Und das Zweite ist natürlich, von außen hereinzuholen. Innerhalb Europa ist es kein Problem. In Drittstaaten, da haben wir die Rot-Weiß-Rot-Karte und da ging es ja darum, das kontinuierlich zu verbessern. Da haben wir abgeschafft die Möglichkeit, dass, also man musste keinen Wohnsitz mehr nachweisen, das war ja früher da, und diese Rot-Weiß-Rot-Karte steht auch weiterhin zur Verfügung. Mhm. In dieser Declaration ist auch von einem Monitoring die Rede über eine zentrale Stelle bei der EU. Was soll denn in dem ersten jährlichen Reporting von Österreich ganz dringend drinnen stehen? Ja, ich glaube, man muss sich jetzt, und das werde ich ja tun, auch austauschen darüber, was ist genau gemeint. Monitoring ist für mich so etwas, wenn es nur ein Zusammentragen von Vergangenheitsdaten ist, dann hat es nicht so viel Mehrwert. Ich war selber mal Controllerin. Also das Interessante ist, was ist in der Zukunft? Das eine ist, okay, ich habe einen Bericht vergangenheitsorientiert und ich habe halt leider auch in der EU viel zu viele Berichte gesehen, die da eineinhalb Jahre danach entstehen, und dann, was interessiert mich, was vor eineinhalb Jahren war, was interessiert es ein Startup? Weil es geht darum, was ist in den nächsten 6 Monaten, nächsten 12 und 24 Monaten, und ich glaube, ich werde den Fokus darauf legen, den Forecast, wie es die Unternehmen so sagen, zu machen, in die Zukunft zu schauen, wie kann man da Daten reinbringen, die für die zukünftige Entwicklung interessant sind und nicht nur eine Vergangenheitsbeschau machen. Mhm.
Margarete Schramböck, herzlichen Dank, dass Sie heute hier im Studio bei uns waren. Dankeschön. Sehr gerne, danke für die Einladung. Danke euch fürs Zusehen und bis bald hier im Brutkasten Talk.